Leute, der Herbst ist jetzt da. Könnt ihr ihn sehen? Er ist hässlich. Würde ich irgendwie gerne essen. Leute. Ich bin nicht heule. Das hat mir echt den Riss gegeben. Geht ihr? Ist das schön? Und hier unten habe ich auch so einen kleinen Breakout. Oh, Leute, das wird so gut, oder? Der nächste Step bei mir in der Nase. Ja, 10 Stunden, jede Stunde einmal. Okay. Du arbeitest morgen 10 Stunden mit mir. Ja, das ist auch nicht schön. Ich habe gerade noch 10 Stunden. Hör auf. Noch ein paar Tage habt ihr. Ja. Bis morgen. Ciao, bis morgen. So Leute, ich bin wieder zu Hause und ich habe gerade gesehen, dass einfach ein Paket angekommen ist, worauf ich die ganze Zeit schon gewartet habe. Leute, ich habe bei Lush bestellt und zwar Badebomben. Aber wir müssen erstmal Buddy begrüßen. Gucken, wo er steckt. Also nicht auf dem Boden, der ist nämlich ein bisschen dreckig. Hallo. Hallo. Hallo, Schatzi. Mal ich raus? Ich gehe eben mit ihm raus. So Leute, und zwar habe ich mich mal wieder ein bisschen ausgetobt. Leute, der Herbst ist jetzt da, obwohl es heute 25 Grad sind, aber wir haben September, deswegen ist der Herbst da. Und ich liebe es, im Herbst zu baden. Und bei Lush bestelle ich wirklich jedes Jahr um diese Zeit Badebomben und Badekugeln. Und ich habe ehrlich gesagt vergessen, welche ich bestellt habe. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Ich glaube, es sind 3 Stück. Wir machen es jetzt mal eben zusammen auf. Ich komme jetzt gerade von der Arbeit und habe noch den ganzen Nachmittag vor mir, weil wir haben es gerade mal 12:30. Und ich werde euch auch gleich erzählen, was wir heute geplant haben, nämlich was sehr Cooles. Aber erstmal muss ich diese Badebombe machen. Oh yes, baby. Hä? So einzeln? Sind die nicht sonst immer an so Dingern? Könnt ihr ihn sehen? Er ist hässlich. Gibt bestimmt schönere. Ich habe natürlich einen hässlichen bekommen, war klar. Ja, aber ich liebe dich trotzdem. Jedenfalls riecht er sehr, 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 sehr nice nach Pumpkin. Ich weiß jetzt irgendwie noch nicht, wie ich den verstauen soll. Next one ist... Er ist auch hässlich. Dann habe ich mir hier noch so einen wunderschönen Geist bestellt. Der ist, glaube ich, so von innen noch mit so coolen Farben. Aber Leute, der ist jetzt auch nicht besonders schön, würde ich jetzt mal so behaupten. Also, nobody's perfect. Ich glaube, der dritte, der ist schön. Boah, Leute. Also, wenn wir den nicht an Halloween machen, dann weiß ich doch auch nicht. Oh mein Gott. Okay, dafür habe ich den hier komplett perfekt bekommen. Den will ich irgendwie gerne essen. Der sieht aus wie so ein Macaron. Der sieht richtig lecker aus. Also, Leute, das sind jetzt meine 3 Errungenschaften. Ich muss mal gucken, wie ich die wo ich die hinstelle. Ich will die eigentlich in so ein schönes Glas machen. Aber ich weiß nicht, in welches. Haben wir ein schönes Glas? Lasst mich überlegen. Die müssen auf jeden Fall ein schönes Glas. Irgendwo kriegen wir die bestimmt unter. So Leute, bevor wir uns jetzt gleich an the main project machen, werde ich mir erstmal meinen Drink machen, den ich mir irgendwie gefühlt im Moment jeden Tag mache. Ein Pumpkin Spice Latte, Leute. Ja. Wie lange hält sich Kaffee im Kühlschrank? Steht auf jeden Fall schon ein paar Tage im Kühlschrank, aber egal, ich werde den jetzt trotzdem trinken. Also hier habe ich jetzt ein paar Eiswürfel reingemacht und ich zeige euch das jetzt einmal. Wie ich den mache, ich glaube, ich habe das in meinem letzten Video schon gezeigt, aber ich mache es jetzt einfach nochmal. Mal jetzt erstmal den Kaffee rein. Ich könnte das wirklich den ganzen Tag trinken, ne? Und außerdem brauche ich sowieso einen kleinen Koffeinschub ziehen. Ist das jetzt nicht so schlimm? Also ich mache ungefähr so viel Kaffee rein. Und hier habe ich einmal schon die Milch drin. Ich nehme hier immer diese Barista Hafermilch von Alpro. Und das müssen wir jetzt einmal ein bisschen aufschäumen. Ich bin irgendwie immer zu faul, meinen Kaffeeautomaten dafür zu benutzen. Aber machen wir es dann einfach mal eben easy so. Schön verrühren, verrühren, verrühren. Ich glaube, das reicht jetzt schon. Das reicht. Reicht das? Nein, noch nicht. Kommt einmal der Sirup rein. Also da habe ich hier diesen Monin Pumpkin Spice Sirup, aber ich habe mir jetzt schon wieder einen neuen bestellt. Dann machen wir hier so einen kleinen Schuss rein. Das reicht meistens schon. Und dann kommt die Milch rein, die aufgeschäumte. Und das war es dann auch schon. Oh, Leute, das sieht doch einfach nur nice aus.
Okay. So, das war's auch schon. So, Leute, ich bin jetzt nach oben gesteppt und werde euch jetzt sagen, was wir heute vorhaben. Und zwar habe ich gedacht, heute ist der perfekte Tag dafür, einmal alle Sommerklamotten wegzupacken und gegen die Winterklamotten bzw. Herbstklamotten auszutauschen. Ja, es ist heute tatsächlich echt warm. Also, letzten Tage war es mega kalt und jetzt heute sind es einfach 25 Grad. Dafür bin ich recht cozy angezogen, würde ich mal so sagen. Und ich möchte heute auch radikal ausmisten. Das heißt, die Sachen, die ich wirklich länger als ein ganzes Jahr nicht anhatte, kommen weg. Die kommen weg, Leute. Was mache ich mit den Sachen? Ich war noch nie jemand, der seine Sachen verkauft hat. Ich gehe die immer spenden. Das heißt, ich packe die einmal alle komplett in einen Sack und dann gebe ich die zum Spenden weg. Und viele Leute können die auf jeden Fall noch gut gebrauchen, denke ich mir. Ich habe wieder Platz und dann sind die Gedanken auch freier, wenn alles weg ist. Ich zeige euch erstmal eben kurz, was wir heute alles wegpacken müssen. Also hier stehen meine ganzen Klamotten. Das sind eigentlich hauptsächlich die Sommerklamotten. Es sind auch ein paar Winterklamotten dabei, aber hauptsächlich würde ich sagen für den Sommer. Ich habe hier in den ganzen Schränken meine Wintersachen, das heißt Pullover und sowas. Und Moment, es geht noch weiter, Leute. Also hier in dem Schrank habe ich meine Jacken. Also ich denke mal, da werde ich jetzt nicht unbedingt was ausmisten. Und hier unten habe ich halt auch noch ein paar Sachen. Und ich habe mir gedacht, wir gehen das heute einfach mal an. Sortiere ein bisschen aus, weil es nervt mich irgendwie schon die ganze Zeit. Vielleicht werde ich mich auch hier ranwagen. Also ja, hier oben ist nur Bettwäsche und sowas. Aber hier unten sind so Socken und so. Und da sind auch so viele Sachen bei, die ich einfach noch nie getragen habe. Der Plan für jetzt ist auf jeden Fall, ich werde mich schnell abduschen, mich eben in was Gemütliches schmeißen. Und tatsächlich am Überlegen, ob ich mir direkt ein Pyjama anziehe. Wir haben es jetzt gerade 1 Uhr. Ah, Leute. Vielleicht ziehe ich ein Pyjama an. Ich muss mal gucken. Wir sehen uns gleich. So, Leute. Jetzt besteht irgendwie komisch. Moment. Warum seid ihr schief? Ich habe mich jetzt gegen ein Pyjama entschieden. Ich habe mir jetzt einfach so ein großes, übergroßes T-Shirt angezogen. Das könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, ne? Auf jeden Fall habe ich mir jetzt ein großes T-Shirt angezogen. Ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie meine Haare aus dem Gesicht machen, weil die nerven extrem. Gucken, entweder ich mache mir einen Zopf, vielleicht mache ich mir eine Spange rein. Ich bin jetzt auf jeden Fall fresh and clean und jetzt geht es sofort an den Kleiderschrank bzw. an mein Ankleidezimmer. Das wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Wir haben es jetzt sofort 14 Uhr. Ich merke gerade, ich bin schon 2 Stunden zu Hause und habe irgendwie gefühlt noch gar nichts gemacht. Mein Freund, der kommt heute Abend erst um 18 Uhr nach Hause und bis dahin wollte ich auf jeden Fall auch noch das Abendessen vorbereitet haben. Das machen wir natürlich auch zusammen. Ich dachte, ich mache so ein bisschen Rest zur Verwertung heute und wollte so ein paar Sachen im Backofen machen. Also so, Ofengemüse wollte ich machen. Ich muss mal gucken, was der Kühlschrank so hergibt nachher. Ich will auf jeden Fall, das ist jetzt mein Ziel, Leute. Ich habe keine Lust, heute den ganzen Nachmittag für zu verschwenden. Ich wollte nämlich nachher vielleicht auch noch ein bisschen meine Serie gucken. Ich möchte gerne in 2 Stunden durch sein. Ich will gar nicht so ein großes Trara daraus machen. Ich will einfach nur meine Sommerklamotten weghaben, meine Winterklamotten oder Herbstklamotten einmal auspacken und halt die Sachen, die ich weggeben möchte, einmal zusammenlegen. Wir müssen uns nachher natürlich auch noch abschminken. Ich gedacht, das machen wir jetzt noch nicht, weil wir haben es erst mittags. Wer weiß, ob noch ein Postbote kommt oder so. Was, also es ist mir egal, ob mich jemand ungeschminkt sieht, aber ich habe mir gedacht, wir können jetzt noch kurz geschminkt bleiben und heute Abend können wir uns dann ganz in Ruhe abschminken, Skincare machen. Dann ist nämlich der Day in my Life schon gut gefüllt, würde ich sagen. Ja, wir müssen jetzt starten. Nützt nichts. So, Leute, ich habe mir gedacht, wir werden jetzt erstmal ganz radikal die Sachen aussortieren, die ich nicht mehr behalten möchte. Also, ich weiß auch gar nicht, wie ich vorgehen soll. Das ist zum Beispiel das erste Teil, wo ich nicht weiß, ob ich das behalten soll. War ja mal richtig in, dieses Oberteil. Mein Cowboy-Look ist ja noch irgendwie in, aber... Das fängt schon gut an, Leute. Ich kann mich nicht trennen von den Sachen. Ich glaube, ich gebe dem Oberteil nochmal eine Chance. Dann habe ich hier nochmal so ein Kleid. Ich weiß nicht, das ist so ein typisches Beerdigungskleid. Wir müssen radikal sein, Leute. Die beiden Kleider, die kommen weg. Also das ist ja einmal so ein Jeanskleid, würde ich sagen. Und nochmal so ein normales, schwarzes, schlichtes Kleid. Hatte ich beides auf jeden Fall über ein Jahr nicht mehr an. Das Kleid werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist süß. Die Strickjacke werde ich auch behalten. Ich gehe hier jetzt erstmal so ein bisschen durch, Leute. Ihr könnt mich ja dabei beobachten. Thank you.
muss es jetzt rausnehmen. Ja, Patty, du kannst mir da jetzt auch nicht helfen. Hier ist er irgendwo drunter. Oh, okay, ich hab sie. Oh, Leute, ich hab sie. Alles gut. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ich hoffe, dass sie nicht noch mehr spinnen. Patty, kannst du die irgendwie aufessen oder so? Leute, da geht sie dahin. Ich werde jetzt auch nichts machen. Die soll jetzt einfach leben, aber nicht in meinen Klamotten. So, es sieht jetzt eigentlich so aus, als hätte ich gar nichts aussortiert, aber die Sommersachen sind jetzt auf jeden Fall schon mal raus und die Sachen, die ich nicht behalten möchte. Das heißt, das sind jetzt die restlichen Sachen und wir müssen jetzt noch einmal die ganzen Wintersachen reinpacken. Da weiß ich jetzt auch noch nicht genau, was ich davon behalten möchte und was nicht. Ich habe auch noch ein paar Pullover, aber ich habe schon so ein bisschen was aussortiert gerade. Bei den anderen Dingen bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber den werde ich nicht mehr anziehen. Auch nochmal auf den Haufen. Das sind die Sommersachen, die müssen alle in diese beiden Schubladen und hier habe ich schon mal die ganzen Sachen, die auf jeden Fall wechseln. Das ist auf jeden Fall ein bisschen Arbeit, aber wir machen das jetzt einfach weiter. Leute, jetzt mal eben ganz kurz. Ich glaube mittlerweile, dass mich ein Fluch verfolgt. Seht ihr das? Seht ihr diese schwarzen oder grauen Streifen hier an der Seite? Mir ist das gerade erst aufgefallen. Also da werde ich mich auf jeden Fall die nächsten Tage drum kümmern. Das mache ich jetzt nicht. Das hier hatte ich schon in meiner alten Wohnung. Und das ist wirklich nur an den Schränken gekommen, die ich neu gekauft hatte. Da haben sich jetzt auch wieder diese komischen Schlieren gebildet. Und ich weiß nicht, was das ist, Leute. Das ist hier überall. Das hatte ich früher in meiner alten Wohnung auch überall. Ich habe das damals alles weggewischt und das ist dann, glaube ich, auch nicht wiedergekommen. Aber ich frage mich wirklich, was das ist. Übrigens, die ganzen Schränke sind von Ikea und ich habe das tatsächlich auch nur bei diesen Ikea-Schränken. Falls ihr wisst, was das ist, schreibt mir bitte einen Kommentar. Das ist wirklich wichtig. Ich will wissen, was das ist und das muss ich auch ganz dringend mal wegmachen. Leute, ich bin jetzt mit diesem Raum fertig. Die Schubladen habe ich auch ready. Und jetzt geht's sofort ans andere Zimmer. Aber vorher wollte ich euch noch mal irgendwas zeigen, weil ich finde, es ist mir gut gelungen. Wie findet ihr es? So cute. Also ich finde, ich habe das Beste draus gemacht. Alles aussortiert. Also diese ganzen Sachen werde ich spenden gehen. Da ist wirklich alles bei. Da sind Schuhe bei, da sind Taschen bei. Bademäntel, Pyjama, alles. Ich finde, das ist immer eine gute Sache, wenn man die Sachen spendet. Da haben andere Leute dann auch nochmal eine Freude dran. Zum Teil sind echt viele Sachen dabei, die noch neu sind oder auf jeden Fall in einem neuen Zustand. Die werde ich gleich alle in Tüten packen. Das sind die ganzen Sachen, die ich noch waschen muss. Ob ich das heute mache, weiß ich nicht. Ich bin echt fertig und wir haben es auch schon 17 Uhr. Also das hat echt lange gedauert. Aber guckt es euch an. Alles ist schön sortiert. Die Schubladen sind auch alle mega schön sortiert. Da geht mir ja schon fast ein Ast ab, ne? Auch hier habe ich alles sortiert. Also auch nochmal die Schuhschränke ausgewischt. Die Schublade sieht jetzt so aus. Da sind so Pyjama und solche Geschichten drin. Hier habe ich nochmal so ein paar Sachen umgemodelt. Also ich habe jetzt hier einmal meine ganzen Sporthosen, die Oberteile, so Sport-BHs und sowas. Die Sachen, die hier reinkommen, sind noch in der Wäsche. Hosen habe ich hier und hier rechts dann noch so Tops und sowas. Ja, bin ich auf jeden Fall stolz. So Leute, ich bin völlig fertig. Ich habe by the way, auch meine Tage und bin heute sowieso nicht so in Bestform, würde ich sagen. Das hat mir echt den Rest gegeben. Wir haben es jetzt nach 17 Uhr. Ich muss jetzt noch ganz schnell das Abendessen vorbereiten und dann habe ich hoffentlich noch Zeit, ein bisschen meine Serie zu gucken und zu chillen. Leute, ich habe übrigens meinem Freund gesagt, er soll das gleich in Tüten packen. Ich bin nämlich out of order. Ich bin hier gerade auch schon am Wäsche waschen. Ich mache jetzt einfach nur so Schnellgänge, weil das echt nur so die Sachen waren, die im Schrank waren. Also die sind ja an sich sauber, aber ja. Mein Gott, Leute, ich habe hier so eine neue Kerze. Die habe ich übrigens von TK Maxx. Vanilla Spice. Leute, das riecht so gut. Also wirklich, die mache ich mir jetzt erstmal an. Für den Vibe. Jetzt ist ja gleich Chillen angesagt. Leute,
So einfach ist das. Das sieht schon auf jeden Fall sehr nice aus. Ich habe das ordentlich gewürzt. Das packe ich jetzt erstmal in den Kühlschrank, dass mein Freund kommt und danach... Oh, die Waschmaschine ist fertig. Leute, wir haben jetzt gegessen und jetzt kommt meine Abschminkroutine. Beziehungsweise zeige ich euch auch so ein bisschen meine Skincare-Routine. Moment, ich muss mal eben alles raussuchen. Oh Leute, aber mein Make-up sieht auch echt schon mega spackig aus. Geht der? Ist der schön? First things first, Leute, ich muss erstmal meine Kontaktlinsen rausnehmen. Okay. Also ich benutze momentan richtig gerne die Reihe von Geek & Gorgeous. Da benutze ich jetzt als erstes den Mighty Melt, also so ein Cleansing Balm. Da nehme ich immer nur so, also so, so, das reicht meistens schon. Und damit gehe ich erstmal, mache das erstmal so ein bisschen meine Handflächen warm und dann gehe ich richtig schön über mein Gesicht. Und ihr könnt jetzt schon sehen, dass das Make-up richtig schön abgeht. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich sehr krass unter Akne gelitten habe. Deswegen ist mir so eine richtig gründliche Abschminkroutine mega wichtig, weil ich habe absolut keinen Bock, dass es wiederkommt. Weil das war echt keine schöne Zeit, Leute. Also damit gehe ich jetzt einmal erstmal richtig schön rüber. Leute, hier unten habe ich auch so einen kleinen Breakout. Also bin ich euch ehrlich. Aber wie gesagt, habe ja jetzt sowieso aktuell meine Tage. Und davor ist es immer so ein bisschen kritisch. Aber ansonsten ist es echt gut mit meiner Haut geworden. Oh. Leute, das tut so gut, ne? Also ich wasche mein Gesicht nicht ab. Ich benutze dann einfach nur so ein Abschminktuch quasi und nehme das einmal komplett ab. Kurz über meine Augenbrauen reden. Sie wachsen wieder ein bisschen. Ja, ihr wisst ja, meine Augenbrauen sind in letzter Zeit so ein bisschen ausgefallen. Als nächstes benutze ich den Jelly Joker davon. Auch so eine Reinigungsbürste, die ist von Geske. So ein bisschen was drauf. Und dann gehe ich auch nochmal über mein Gesicht. Und Leute, dann ist mein Gesicht auch wirklich porentief gereinigt. Ich muss auch immer über meine Augen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt gut ist. Die werden ein bisschen durchgeschüttelt, meine Augen. Ich bewundere ja wirklich die Frauen, die sich gar nicht schminken. Immer der nächste Step bei mir in der Nase putzen. Die wollen wir auf jeden Fall jetzt gerade nicht sehen. Danach benutze ich immer dieses Micellenwasser. Und Leute, dieses Micellenwasser benutze ich schon 8 Jahre. Oh, was habe ich hier immer für... Leute, ich glaube, das kommt von der Arbeit. Ich habe ja so eine Lupenbrille auf der Arbeit. Und die trage ich den ganzen Tag auf der Nase. Und immer nach dem Abschminken habe ich hier so rote Flecken. Die gehen danach immer weg. Ich weiß nicht, warum die immer nach dem Abschminken kommen. Ah, voll schön auf jeden Fall. Meine Haut, wie sie aktuell aussieht. Ab und an noch so leichte Unreinheiten. Hier auf jeden Fall auch sehr clean. Oh, Leute, ich hatte wirklich so schlimme Akne. Für mich ist es gerade hier wirklich eine Traumhaut. Jetzt benutze ich diesen Liquid Hydrator, weil ich bin sehr krass, was Skincare-Produkte angeht. Ich probiere so gerne Sachen aus. Ich habe auch sehr lange Formel Skin benutzt. Das war auch super für meine Haut. Jetzt habe ich das mal ausprobiert. Auch das ist super. Ich bin auf jeden Fall froh, dass meine Haut das auch immer so mitmacht, weil ich echt oft immer so meine Skincare-Produkte wechsle. Genau, das mache ich einmal drauf. Dann benutze ich meistens abends immer das Retinol-Serum. Also dann mache ich mir dann meistens immer nur so 1 bis 2 Pumpstöße drauf. Also ungefähr so viel. Das mache ich aber auch nicht jeden Abend, sondern so alle 2 bis 3 Tage, würde ich sagen. Dann benutze ich auch richtig gerne von No Cosmetics diesen Eye Roll-On zu einem Spender. Und Leute, das ist echt maximal erfrischend. Damit gehe ich jetzt einmal so ein bisschen unter mein Auge her. Oh, das kühlt so schön. Und als letzten Step in meiner Skincare-Routine, oder fast letzten Step, würde ich sagen, benutze ich dann auch meine Feuchtigkeitscreme. Also da wechsle ich auch oft meine Cremes, die ich so verwende. Sache, die schenken halt viel Feuchtigkeit. Wenn ich eins gelernt habe bei meiner Haut, dann, dass die auf jeden Fall viel Feuchtigkeit braucht. Ich war mal bei einer Kosmetikerin und die hat mich auf meine Akne damals angesprochen und gesagt, dass ich halt eine Mischhaut habe und die Akne halt davon kommt, dass meine Haut ausgetrocknet ist und dadurch meine Poren zu viel Teig produzieren. Und dadurch kommt es halt, dass sie dann auch verstopfen. Und the key ist einfach nur, dass man der Haut sehr viel Feuchtigkeit zuführt, damit sie das nicht mehr macht. Wie ihr seht, das ist auf jeden Fall jetzt sehr hydrated. Das war tatsächlich auch schon meine Skincare-Routine, aber ich habe noch eine Sache vergessen, ganz, ganz wichtig. Für meine Lippen benutze ich abends immer ganz normale Vaseline. Das könnt ihr auch auf eure Augenbrauen machen und auf eure Wimpern. Ich frage mich nicht, warum ich das auf meine Augenbrauen mache. Ich habe das Gefühl, seitdem ich das auf meine Augenbrauen mache, sind die wieder ein bisschen mehr gewachsen. Also erstmal ein bisschen auf die Lippen. Nochmal für ein bisschen extra Pflege. Ich muss hier richtig schön spacken. Auf der anderen Seite. Und auch über meine Wimpern. Die wachsen... Hi. Was ist das denn? Also macht nicht so viel drauf wie ich. Also einfach nur, damit eure Wimpern so ein bisschen benetzt sind. Dann sehen die nämlich auch sehr fresh aus. Das ist meine Skincare.
Skincare-Routine. Ich bin ready und wir werden jetzt noch ein bisschen im Wohnzimmer chillen, noch einen schönen Film gucken. Wir werden gleich schlafen gehen, beziehungsweise ich werde natürlich schon ein bisschen eher schlafen gehen. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen und ihr seid jetzt vielleicht auch ein bisschen motiviert, eure ganzen Herbstklamotten oder Winterklamotten langsam rauszuholen. Ich finde auch immer, wenn man das gemacht hat, hat man einfach so ein, ja, wieder so ein leeres Gefühl im Kopf. Also es ist alles geordnet, alles schön. Ich liebe ja sowas, wisst ihr. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Es gibt natürlich dann auch wieder ein neues Video. Seid gespannt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich freue mich auf euch. Tschüss mit Öl.